Mein Vater starb vor 6 Monaten. Seit er und meine Mutter geschieden waren, hatten wir so unsere Probleme. Ich habe ihn nicht so oft gesehen, wie ich eigentlich sollte. Aber man kennt das ja. Du denkst, du hast alle Zeit der Welt, um die Dinge ins Reine zu bringen. Aber es gibt immer gerade noch was Wichtigeres zu tun. Und du verschiebst deinen Anruf auf nächste Woche. Dann kommt ein Brief vom Anwalt und plötzlich ist es zu spät. Du kannst nichts mehr tun. Alles, was noch zu sagen wäre, bleibt ungesagt. Für immer. Mein Vater war Pastor in einem Dorf bei Cornwall. Er war sehr beliebt. Hatte für jeden Zeit, nur nicht für seinen Sohn. Ich weiß nicht warum, aber vor kurzem fing ich an, von einem Haus zu träumen. Unglaublich lebendige Träume. Gleichzeitig hatte ich noch andere Träume, die genauso realistisch, aber nicht so unheimlich waren. Ganz im Gegenteil. Ich war sicher, dass ich sie niemals zuvor getroffen hatte, aber dass sie dennoch wirklich existierte. Irgendwo. Dann bekam ich Besuch von diesem Priester. Er gehörte zu den Menschen, die mein Vater nie gemocht, sondern denen er misstraut hatte. Ich wollte ihm schon die Tür vor der Nase zuschlagen. Aber irgendwas hielt mich davon ab. Er sagte, sein Name sei Elias Camber. Er und mein Vater hätten sich vor einigen Jahren auf einer Tagung kennengelernt und seither lockeren Briefkontakt gehalten. Er erzählte, dass Vaters Briefe in letzter Zeit sehr beunruhigend geklungen hätten. Er hätte etwas über ein seltsames Haus am Rande der Stadt herausgefunden. Etwas Schreckliches. Dann seien die Briefe ausgeblieben. Aber eine Woche vor Vaters Tod habe er ein Päckchen erhalten mit einer Notiz, in der er Camber bat, es mir unbedingt auszuhändigen. Fast alles von dem, was Camber mir erzählt hatte, war gelogen. Es gab keinen Priester mit seinem Namen in Cornwall. Ich habe das überprüft. Eine Zeit lang habe ich die ganze Sache einfach ignoriert. Vermutlich wollte ich mich auch nicht damit befassen. Aber die Träume wurden immer schlimmer. Schließlich habe ich vor 2 Tagen dann doch das Päckchen geöffnet. Es enthielt die Bruchstücke von irgendwelchen Runensteinen. Einige Teile fehlten. Ich habe jedes erdenkliche Buch danach abgesucht, konnte aber nicht rausfinden, was das für Dinger sind. Ich weiß nur, dass sie eine gewisse Ausstrahlung haben. Das ist es also. Das Haus, von dem Camber gesprochen hatte. Das Haus aus meinen Albträumen. Irgendetwas hatte mich hierher gelotst. Ich weiß nur nicht was. Oder warum.
Ja, und damit ein herzliches Willkommen zum nächsten Projekt. Und zwar Rains of Dauerdenk steht an. Bin mal sehr gespannt. So im Stil sieht es halt so ein bisschen aus wie Phantasmagoria. Ja, ungefähr zur gleichen Zeit rauskommen. Das ist wieder der zweite Teil. Hat wieder Full Motion Video, wie ich ja schon bei der CD-Vorstellung erwähnt hatte. Freut mich sehr, mag ich sehr gerne. Also gerade bei den 90er-Spielen wurde das ja öfter mal eingesetzt. Ziemlicher Horror-Vibe. Ich bin gespannt. Ja, eingeschaltet ist, glaube ich, soweit alles. Leider ist die Tastatur nicht frei belegbar, habe ich mal festgestellt. Aber ja, werde ich mich wohl einigermaßen zurechtfinden. Und Kapitel 1 Schatten. Dann schauen wir doch mal nach. So, ein bisschen Licht haben wir, glaube ich, durch die Lampe, die wir gerade angezündet haben. Können wir uns hier mal umschauen. Kultartige Robe. Elias Camber, wenn ich mich nicht irre. Er hält eine Maske in der Hand. Da ist er ja wieder. Elias Camber. Okay, können halt mit der Maus ein bisschen interagieren. Dieses Symbol leuchtet. Das rührt sich keinen Millimeter. Ja. Linksklick, Rechtsklick und so weiter. Also Rechtsklick ist halt beobachten, anschauen. Linksklick ist interagieren. Ein Buch. Sieh heimwärts, Engel. Können Sie auch ein bisschen hoch und runter fegen. Da ist ein Aufkleber drauf. Der Name des Waffentyps. Zion, okay. Packen wir auch mal ein. Ein Zauberer? Scheint so, auch der hat diese Maske oder eine Maske, ist glaube ich nicht die gleiche. Abgeschlossen. Ja. Die sitzt absolut fest. Hey, guck mal, da sind wir ja. Hallo Spiegel. Eine alte Rüstung. Die Einzelteile werden mit Draht zusammengehalten. Diese Augen. Sie sehen beinahe echt aus. Ja, irgendwie schon. Dieses Symbol leuchtet. Sie sitzt absolut fest. Diese Augen. Sie sehen beinahe echt aus. Das können wir nicht anschauen. Eine alte Rüstung. Die Einzelteile werden mit Draht zusammengehalten. Gut. Schon einige Viecher hier zu sein. Hier sind die Fliegen, glaube ich. Pfui, Deibel, was für ein Gestank. Können wir den nicht zerschlagen, dass wir da mal reingucken? Nee. Irgendwas scheint damit zu sein. Offensichtlich ein alter Stuhl. Okay, da können wir erstmal nichts mit anfangen. Das rührt sich keinen Millimeter. Yep, die Türen sind erst verschlossen. Also das habe ich auch mal mitgekriegt, so bei einer so der Zusammen- oder Review-Fassung zu dem Spiel. Nach und nach schaltet man halt diese Bereiche hier frei. Und ist halt eine Mischung aus Rätsel und Shooter tatsächlich. Von daher bin ich mal gespannt. Aber wir haben jetzt Streich, also können wir eigentlich die Kerze anzünden? Kerzen. Ich leg's mal auf die Haupttaste. Nee. Okay, das sieht auch genau mehr Munition aus. Sehr schön. Ah, hier haben wir einen funktionierenden Lichtschalter. Ein Lichtschalter. Hey, wir haben eine Waffe. Sehr gut. Ich glaube, die packe ich tatsächlich nochmal weg. Aber wir haben sie unten auch so ein bisschen unterteilt, tatsächlich. Ein Buch. Sieh heimwärts, Engel. Ein Buch.
Ich glaube, die Hand bricht das dann ab, scheinbar. Okay. Bisschen ein bisschen mit der Steuerung noch traut machen. Ah, wir können wahrscheinlich dann Charaktere auch miteinander oder Befehle geben, schätze ich mal darüber. Wir können die hier so ein bisschen rumziehen. Oder miteinander interagieren lassen vielleicht. Ja, sehen wir dann mal. Vielleicht schauen wir uns erstmal alles an. Da sind irgendwelche geheimnisvollen Zeichen auf den Scherben. Runen oder sowas. Mhm. Diese Scherben, diese Siegel, wozu sie auch immer gut sein mögen. Ich weiß, sie sind wichtig. Ich fühle mich so lebendig, wenn ich sie berühre. Und die Träume, sie beeinflussen meine Träume, intensivieren sie. Ich muss sie bei mir behalten, sie sicher verwahren. Mhm. Gut, über die Lampe können wir erstmal nichts rausfinden. Genauso wenig über die Streichhölzer, aber das ist ja alles mehr oder weniger selbsterklärend. Gut, was glaube ich speichern? Da kam gerade was angeflattert. Mit der Maschine geschrieben. Mhm. Mit der Maschine geschrieben. Wir leben, wir leben, wir leben, wir leben. Wenn du an die Seele glaubst, wenn du an einen Geist glaubst und wenn du an Gott glaubst, bete für sie. Also eher nicht. Gut, das können wir zumindest mal lesen. Was haben wir hier noch? Noch mehr Notizen. Ah ne, die hatten wir gerade. Das haben wir jetzt neu. Da ist was zwischen den Seiten. Hm? Ah. Serie von kreisförmigen Abdrücken in Kornfeldern stellt Experten vor ein Rätsel. Führende Ufologen zu Hilfe gerufen, um Ursache für Abdrücke in Kornfeldern von Cornwall ausfindig zu machen. Am Morgen des 29. Oktober fanden die Einwohner von Helston inmitten von Cornwall 7 rätselhafte kreisförmige Abdrücke in ihren Feldern vor. Gestern traf auf Einladung des Helstoner Stadtrats ein Team bekannter Fachleute aus Wiltshire ein, um wissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen. Die Bevölkerung von Helston wird bereits seit vielen Jahrhunderten von diesen unerklärlichen und faszinierenden Phänomenen heimgesucht, aber die Intensität der zuletzt auftretenden Formationen scheint die Einwohner doch dazu bewogen zu haben, Experten zu Rate zu ziehen, die die Kornfelder beobachten sollten. Was auch immer die Ursache für diese Phänomene sein mag, Helston ist aufgrund dieser Ereignisse in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Die Untersuchungen dauern an. Okay. So viel dazu. Schauen wir mal weiter. Ein kleines Sofa. Ja, hier ist überall noch zu, da ist wieder der Lichtschalter. Mit den Bildern irgendwas anfangen? Nö, können wir nicht. Hier ist auch nichts zu öffnen, sehe ich gerade, okay. Eine Porzellanvase. Ja, und ich glaube, rot ist das andere, also wir könnten zum Beispiel die Fenster kaputt schlagen. Ist offen, gut. Immerhin. Da wird es auch wieder zurückgehen. Ah, hier ist sogar offen. Eine Ratte ohne Kopf. Hm. Nicht so schön. Ja gut, begeben wir uns mal nach oben. So eine Vase. Eine Porzellanvase. Mhm. Können wir gerade nichts machen. Ein Bild von einem Sarkophag. Ah, warte mal, können wir hier vielleicht
mit Streichhölzern die Kerzen anzünden. Ja. Gut. Okay. Das sah schon etwas verdächtig aus. Ein Messingschlüssel. Keine Markierungen. Na gut, dann nehmen wir die mal mit. Schaden kann es ja eigentlich nicht. Ja, ein weiteres kaputtes Fenster. Warte doch, dass die Ritterrüstung irgendwann mal anfängt, zu ihr rumzulaufen. Aber wir können den Spiegel zerschlagen, auf jeden Fall. Spieglein, Spieglein an der Wand. Oh Mann, ich könnte wirklich etwas Schlaf gebrauchen. Sie haben im Taxi schlafen können. Okay. Alle, schnell müssen wir drauf schießen. Ah, nee, oder war das Feuerzeug? Natürlich auch sein. Ah, das haben wir mit dem Schlüssel jetzt geöffnet. Okay. Adam, oh, ist eine solche Freude, dich wiederzusehen, mein Junge. Ich wünschte von ganzem Herzen, ich könnte dich wieder von hier fortschicken. Adam, bitte wende dich nicht von mir ab. Ich brauche deine Hilfe. Du musst mich erlösen. Ich bin tot. Ja, mein Körper ist unter dem Grabstein begraben. Aber meine Seele ist gefangen. Sie wird von den dunklen Mächten an diesem Ort gequält. Du bist meine einzige Hoffnung. Das hier ist mein Joch und mein Wärter. Es hält mich gegen meinen Willen fest, um mich der Folter der Verdammten auszusetzen. Und Verdammte, das sind sie. Ich kann dir nicht mehr sagen. Es geht nicht nur um das Schicksal meiner Seele. Es steht viel mehr auf dem Spiel, als du dir vorstellen kannst. Vater, bitte. Ich verstehe nicht. Du musst es versuchen, mein Junge. Finde Elf. Er ist eine verwandte Seele und wird dir wie ein Bruder sein. Einst war er ein stolzer Ritter, aber auch er ist gefangen. Sie kommen zurück. Adam, um Himmels Willen, denk an meine Worte. Hör auf meine Warnung. Du bist die letzte Hoffnung.
Okay. Ah, Kapitel 2. Ich dachte gerade, Kapitel 1, Kapitel 11, haben ein bisschen was übersprungen. Okay, das sind römische Zahlen. Gut, aber ich glaube, für die erste Folge sollte das mal passen soweit. Bin mal gespannt, was es wird. Aber bisher sehr interessant, gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.